Liebe Freunde der paradoxen Strategie, hier ist euer Steinwallen. Es ist 15.15 Uhr und wir haben viel zu tun in den Kolonien. Bevor wir dazu kommen, aber nochmal eine kleine grundsätzliche Anmerkung zu dem Thema Machtprojektion. Da gab es vor einigen Folgen auch so ein paar Diskussionen in den Kommentaren und es gibt immer wieder so Vorschläge, greift doch mal, was weiß ich, zum Beispiel Frankreich an, um zu erniedrigen. Und ich habe das ja im letzten Marokko-Krieg auch praktiziert mit diesem Erniedrigungskrieg. Ich finde aber dieses ganze Spielkonzept Machtprojektion zumindest für meinen Spielstil ein bisschen fragwürdig. Warum? Ich will mal ein paar grundsätzliche Worte dazu sagen. Die Entwickler, das gab es ja noch nicht von Anfang an, die Entwickler haben das eingeführt, glaube ich, das so ist meine These, um das Konzept Rivalität noch relevanter zu machen, zu stärken. Es gab ja schon immer diese Rivalen, aber so richtig, interessiert hat das jetzt die Optimierer unter den Spielern wenig, weil ja das nur begrenzt wertvoll war. Na, und um das attraktiver zu machen, hat man einfach es belohnt, wenn man Rivalen angreift oder irgendwie böse Dinge mit ihnen macht, und deshalb gibt es diese Boni, einmal diese normalen Auswirkungen und dann natürlich ab plus 50, ab 50 Machtprojektionen diese Machtpunkte für den Monarchen. Das ist ja sehr, sehr, sehr attraktiv, muss man zugeben. Das führt aber eben dazu, dass man sagt, ja, hier, wir greifen mal das Land einfach so an, um wieder hier plus 30 Punkte zu bekommen und dann über 50 zu bekommen insgesamt. Das finde ich irgendwie als Motivation ein bisschen fragwürdig. Also wenn man in diesem Spiel jetzt Kriege beginnt, nur um einen Wert zu erreichen, finde ich das doof. Und für meinen Spielstil oder für dieses Let's Play kann das eigentlich nicht als Motivation in Frage kommen. Also diese Machtprojektion läuft halt irgendwie dann mit, und wenn man mit den Rivalen tatsächlich auch konkurriert, dann profitiert man davon. Aber wenn nicht, dann nicht. Ich möchte eigentlich nicht, ohne das jetzt so fest in die Hausregeln aufzunehmen, ich möchte eigentlich nicht nur einen Krieg führen, um hier plus 30 Punkte zu bekommen und damit über einen Grenzwert zu bekommen. Das gefällt mir nicht. Also Krieg finde ich auch gegen Rivalen dann sinnvoll, wenn der Nutzen für eins selbst höher ist als die Kosten, die man damit hat. Das muss man sich gut überlegen. Da ich ja nicht erobere, sind die Nutzen also nur, ja, sind die Nutzen anderer Art, nämlich, sag ich mal, Gleichgewicht herstellen, den anderen in der Entwicklung dämpfen, möglicherweise Handelseinfluss zu bekommen oder vielleicht Kolonien oder solche Aspekte. Oder einem Verbündeten helfen und was weiß ich. Aber jetzt, wie gesagt, allein einen Krieg wegen Werten zu führen, das möchte ich nicht. Das wollte ich einfach nur nochmal erwähnen, weil das immer wieder irgendwie zur Sprache kommt. Gut. Dann habe ich gemerkt, ich habe das letzte Mal hier, wollte ich ja Beziehungen verbessern, das habe ich irgendwie nicht bestätigt, diese Aktion, das muss ich jetzt nochmal machen. Einen Diplomaten, und dann will ich auch gleich einen neuen schicken in unsere neue Kolonialnation. Da wollen wir natürlich auch Beziehungen verbessern. So, und dann haben wir jetzt einen Kolonisten frei und wir haben ja die Mission angenommen, Rio de la Plata, und das können wir jetzt eigentlich auch mal machen, das ist ja wirklich eine schöne Provinz hier unten. Und da senden wir einen hin. Die Aggression ist ja sehr gering. Insofern bin ich fast am Überlegen, ob wir es riskieren können, hier keine Armee hinzuschicken. Überhaupt bei den ganzen umliegenden Provinzen ist die Aggression extrem gering, außer da. Aber wenn man jetzt hier südlich geht, sieht das ja alles gut aus. Insofern lassen wir es jetzt mal. Okay. Gut, und dann, tja, dann will ich noch an unseren Entdecker denken, weil der kann viel tun. Der kann, ihr seht es, wir machen erstmal Küstenerkundung, aber wir können schon nach Hormos, Goa, Bengal, Malakka und Australien. Können wir sogar schon. Wow. Aber erstmal erkunden wir, wo ist das denn bitte? Weißes Meer? Ach, da oben. Da können wir jetzt auch hin. Nee, das wollen wir nicht. Muss ich das jetzt machen? Kann ich das nur abbrechen? Oh nein, ne? Ich habe das bestätigt. Leute. Ah, das ist so doof. Die sind noch nicht mal aus dem Hafen raus, richtig? Und man kann sie nicht zurückholen.
Das gefällt mir nicht. Na gut, jetzt ist es so. Weißes Meer, natürlich. Das weiße Meer ist da oben. Wie konnte ich so naiv sein? Okay, gut. So weit, so gut. Jetzt zum Thema Zapoteken, Azteken und so weiter. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Also die Zapoteken haben jetzt ohne Vasallen 15.000 Mann. Und dann kommen noch diese ganzen Vasallen hinzu, die ja auch nicht klein sind. Also ich schätze, mal so grob geschätzt, die haben bestimmt hier 40.000 Mann. Und damit können wir eigentlich schwer hier umgehen. Also ungeschützt will ich hier eigentlich nicht angreifen. Ich würde tatsächlich lieber abwarten, bis die irgendwie in einen Krieg verwickelt sind. Und dann könnte man sich der Sache annehmen. Oder die Alternative wäre, wir greifen einen schwächeren Indianerstamm an. Zum Beispiel die Azteken eben. Gut, das müssen wir uns überlegen. Aber das hat jetzt nicht Priorität. Und was haben wir hier? Familiengeheimnis. Das erste Mal überseht ihr es einfach, aber als ein zweites und drittes Mal passiert, werdet ihr stutzig. Warum lachen die Leute über euch, wenn sie denken, dass ihr sie nicht hören könnt? Nachdem ihr euch erkundigt habt, erfahrt ihr endlich vom Hausmädchen, es scheint, dass euer Nachfolger in der ganzen Stadt auf höchst unchristliche Art herumgelaufen ist. Nun winkt eure Familie in ganz Europa Spott und Hohn. Prestige oder Stärke des Nachfolgers? Legitimität ist derzeit stark. Felipe de Trastamera ist der Nachfolger. 326, gar nicht schlecht. Aber wir bestrafen ihn lieber öffentlich. Sowas darf nicht sein. Wollen wir immer noch nicht. Und was haben wir hier? Ungarn sieht Kirchenstaaten nicht länger als Rivalen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so entscheidend. Die Kolonisten haben wir geschickt, genau. Und als nächstes wird Calusa fertig. Und dann können wir dann auch in Florida weitermachen. Das ist auch gut. Okay. Und wir haben wieder Geld. Und was ist hier los? Österreich verlegt Haupthandelshafen nach Holland. Das ist sicher sehr sinnvoll, aber für unseren Piraten bedeutet das auch, dass Österreich noch stärker sauer ist. Und wir haben von Samarkand und Marrakesch erfahren. Marrakesch? Kaschmir? Na gut. Pizarro Thomas. Brauchen wir aber nicht. Weiter Eingeborene. So. Ja, ich denke, wir können wieder kaufen. Wir können wieder Dinge bauen. In Justaga wird Fisch produziert. Mein Gott, wie lange ist unser Kolonist unterwegs? Ja, da haben wir es. Wunderbar. Globales Kolonialwachstum. Die nächsten 5 Jahre plus 25. Das ist der Hauptgrund, warum ich das jetzt hier gemacht habe. Und damit können wir eine neue Mission wählen und gucken mal, ist was Vernünftiges dabei? Nein, wieder diese Geschichte. Ach ja. Nee, das hilft uns nicht. Das hilft uns nicht. Aber wir nutzen jetzt mal die Pause und bauen weiter. Und zwar, was bauen wir? Wir bauen Gebäude und ich will, glaube ich, weiter Marktplätze bauen, weil ich Administration sparen will. So, und dann gehen wir mal richtig offensiv hier an der Grenze zu Portugal voran. Okay. Gut. Die Kolonien sind vollzählig. Calusa wird als nächstes fertig sein. Ich habe auch die Zapoteken und die Azteken hier in die Liste der mich interessierenden Länder eingetragen. Das heißt, ich werde eigentlich informiert, wenn es hier irgendwas Interessantes gibt. Also wenn hier ein Krieg losgeht, dann müssen wir natürlich dabei sein. Und das Weiße Meer ist zum Glück erkundet. Oh Gott. Toll. Habt ihr toll gemacht. Und wo bist du jetzt? Du bist natürlich jetzt irgendwo in Europa und machen wir doch glatt mal weiter. Dann, ja, fangen wir. Wo fangen wir an? Fangen wir.
systematisch an von oben. Krankheiten. Neue Krankheiten aus Übersee haben sich unter den Stämmen rasch ausgebreitet und in einigen Gebieten fast die gesamte eingeborene Bevölkerung ausgerottet. Ja, das war tatsächlich der Fall. Und Eingeborene in Rio Plata, das ist natürlich schlecht. Aber wir versuchen, ihre Leiden zu lindern, auf jeden Fall. Und Fernando der V. blamiert den Hof. Der König hat sich heute eine Peinlichkeit vor dem Hof und einigen fremden Gesandten geleistet. Ach, nein, oh, bitte nicht. Verdammt. Wir verlieren eine Stabilität. Das ist ärgerlich. Das finde ich jetzt sehr ärgerlich. Da hat man sich jetzt gerade mal nach Jahren, Jahrzehnten hochgerappelt und dann benimmt sich Fernando daneben. Ey, das ist eine Schande. Eine Schande für Kastilien. Was hat er auch bisher geleistet? Er sitzt nur rum und guckt zu, wie die Kolonisten, die Ex... wer auch immer, die Konquistadoren. Und England ist jetzt auch noch Kontrolleur der Kurie. Ein schwarzer Tag für die Kirche und ein schwarzer Tag für Kastilien. Er guckt zu, wie die Konquistadoren die neue Welt erobern. Guckt zu, wie die Kolonisten besiedeln. Und selbst macht er nix. Und dann blamiert er sich auch noch. Spielt mit seinen Kanonen. So, Stichwort Kanonen. Wir können ja vielleicht mal wieder ein bisschen Truppenlimit ausnutzen. Und ich denke, wir haben sehr wenig Kavallerie. Lass uns noch ein bisschen Kavallerie bauen. Okay. Oh, was haben wir hier? Verdammt. Leute, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst. Unsere arme Garnison ist in Bedrängnis geraten. Es haben sich marokkanische Patrioten gebildet in Tanger. Ein Aufstand. Das ist sehr schlecht. Und jetzt müssen wir mit einer Expeditionsarmee hier übersetzen. Das ist natürlich bitter. Und wir können noch nicht mal in Ceuta landen, weil... Aber vielleicht gibt uns Portugal Militär... Ach nee, das ist ja auch eine Beziehung. Ah, verdammt. Hilft nichts. Wir müssen dann irgendwie anlanden und wir brauchen dann einen General. Was natürlich noch döver ist. Aber ich glaube, das ist Sache des Königs. So, erstmal haben wir verloren. Gott sei Dank sind unsere Schiffe da noch rechtzeitig gekommen, dass wir die Männer wenigstens in Sicherheit bringen können. Ach so, vielleicht sollte ich bei der Gelegenheit mal den Unterhalt erhöhen. Und was sollten wir noch tun? Wir sollten... ich glaube, ich werde... Ich hatte jetzt über unseren König, über Fernando, so geschimpft, aber jetzt nimmt er sich das zu Herzen und er wird sich jetzt an die Spitze seiner Truppen stellen. Genau, hier haben wir ihn, ja. Und dann wird er gegen die Aufständischen vorgehen. Ja, der Herrscher soll als General eingesetzt werden. Und was ist er für einer? Er ist... Nahkampf gut, ja. Ist doch okay. Fernando der V. Gut. Mal sehen, wie er das machen wird. Wir haben nur 12.000 Mann zur Verfügung. Oh, das wird aber verdammt knapp über See. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Achso, wir können ja auch über Land dahin gehen. Das vergesse ich immer. Nee, können wir nicht. Können wir nicht. Wir müssen über See. Wie machen wir das? Bauen wir noch schnell zwei Schiffe? Wie lange dauert denn das? Oder drei, vier Schiffe? Ich guck mal, wie lange dauert das? Das dauert... Boah, 264 Tage, das geht ja gar nicht. Holen wir die zwei Schiffe von hier. Geht wahrscheinlich schneller. Hm.
Ja, machen wir das so. Und dann mit 14.000 und dann wollen wir mal hoffen, dass das geht. Im Notfall müssen wir uns kurzzeitig eine Militärpräsenz holen. Aber erstmal versuchen wir es so. So, die laden wir jetzt erstmal aus, die armen überlebenden Soldaten. Und dann wollen wir mal gucken, was der gute König da so hinbekommt. Aber Kalusa ist jetzt erstmal selbsterhaltend. Und als nächste Aktion machen wir das, was wir hier schon vorbereitet haben. Nämlich, wir schicken... Ja, wo schicken wir? Hier. Keine Eingeborenen und dementsprechend keine Aggressivität. Eine völlig unbesiedelte Insel. Da senden wir den guten Mann hin und er braucht ein Jahr, ehe er da ist. Wahnsinn. So, aber jetzt zurück zu diesem Thema hier unten. Diesem wirklich etwas nervigen Thema. Nürnberg ist protestantisch geworden. Jetzt geht es aber richtig los. So, jetzt warten wir auf die zwei Schiffe, die da unterwegs sind. Wo sind sie? Da sind sie. Ja, das geht doch. Hix und Drakones. Und wir nehmen natürlich administrative Macht. Und das führt mich dazu, hier nochmal schnell zu gucken. 1522 schon. 5 Jahre. Nur noch 5 Jahre. Dann können wir Spanien gründen. So, die ist immer noch bei minus 49. Und wir haben einen neuen Kaiser. Josef der Erste. Historisch zwar etwas später, aber... Hier haben wir ihn jetzt schon. Der neue rechtmäßige Souverän. Zeigt ihn uns, Josef. Okay. Und Regentschaftsrat. So, wir können aber schon mal überlegen, welche Leute wir da hinholen. Den Diplomat werden wir abberufen. Und wir haben... Da sind sie. Da sind sie... Okay, lasst uns eine gute Truppe bilden. Jetzt muss ich aber erstmal gucken. Haben wir da... was haben wir da für einen Untergrund? Wir haben dort... Küste. Das heißt, wir können hier auch gut mit Kavallerie operieren. Das machen wir natürlich auch. Wir werden natürlich keine Kanonen reinbringen. Ach, leider... leider ist die sehr angeschlagen, die Kavallerie. Ach komm, wir haben ja Zeit. Da warten wir noch, bis die aufgefrischt ist. Wie lange wird das dauern? 354 Männer pro Monat. Dauert einen Augenblick, ne? Und Hormus ist erkundet. Und was haben wir hier? Ach, die Österreicher bieten uns eine Staatsehre an. Das akzeptieren wir natürlich. Und Tegesta ist selbstständig. Meine Herren, was passiert hier alles? Hornus. So. Das ist wahrscheinlich hier gewesen. Machen wir weiter. Küstenerkundung. Genau. Sehr gut. Tegesta ist selbsterhaltend. Und damit können wir jetzt hier weitermachen. Sehr aggressive Eingeborene. Aber das stört uns gar nichts. Und dann ist das schon die Nummer 4. So, und hier wollte ich gucken, wie weit wir jetzt sind. Ich glaube, einen Monat warten wir noch ab. Und dann können wir es wagen, überzugehen. Die kommen ja nicht zu Potte da, die Rebellen. Die können ja... Na los, noch einen Monat. Die können ja nicht die Festung belagern. Das haben sie einfach nicht drauf. Okay, wir führen das nochmal zusammen und fangen nochmal von vorne an. Welche Leute? So, jetzt nehmen wir die gesamte Kavallerie, auch wenn sie noch nicht ganz super ist. Und jetzt... jetzt haben wir 10.000 und 1, 2, 3, 4 noch. Jetzt habe ich nur blöderweise gerade hier nicht den König. Das habe ich natürlich ganz clever gemacht. Muss ich das nochmal umändern. So, Fernando. Und Fernando geht auf die Schiffe. Ist die jetzt da komplett drauf?
Jawohl, alle sind drauf. Und jetzt ist die spannende Frage. 14.000 gegen 13.000. Ne, 14.000 gegen... Doch, die haben sogar Kanonen dabei. Wo kommen die denn plötzlich her? Oh, verdammt. Und der Anführer ist auch nicht schlecht. Oder sollen wir uns doch lieber Militärzugang holen? Ach komm, wir versuchen es erstmal. Ist ja nicht so schlimm, wenn es nicht klappt. Los, König, voran. Stürme die Rebellen. So, minus 2, das wissen wir, aber die Moral ist natürlich deutlich schlechter. Sehr gut. Okay. Ja, es sieht ganz gut aus. Unser König kämpft hervorragend. Die Rebellen sind schon moralisch völlig erledigt. Oh, das sieht gut aus, Leute. Wird es ein großer Sieg? Der erste große militärische Sieg von Fernando dem V. Es ist gelungen. Die marokkanischen Rebellen sind besiegt. Mit einer großen Siegesfeier zieht er ein in die Stadt, die mir jetzt nicht angezeigt wird. Tanger. Casablanca. Nee, Casablanca ist hier unten. Ach ja, sehr schön. Da. Tanger, ja. Okay, liebe Freunde. Das war's für diese Folge und auch erstmal für diese Staffel. Die war sogar etwas länger als sonst. Das hatte aber keinen besonderen Hintergrund. Hat sich so ergeben. Und ich freue mich dann schon, wenn es weitergeht. Und ich denke mal, ja, was sind so die nächsten Herausforderungen? Also, die Osmanen, das wird noch hochinteressant. Die haben sich hier schon wieder weiter vorgefressen. Bedrohen jetzt Kroatien. Polen ist jetzt auch mit dabei. Ungarn. Da müsste eigentlich der Kaiser mal etwas tun. Ja, die nächste große Geschichte wird natürlich die Gründung Spaniens werden. Das ergibt dann auch ganz neue Möglichkeiten. Erstens, weil wir natürlich eine deutlich größere Armee haben, eine größere Flotte haben. Dann haben wir auch wieder einen diplomatischen Platz frei und so weiter. Also, das wird dann nochmal richtig interessant. Und wir haben auch bald hier die vierte Kolonialnation. Und dann stellt sich wirklich die Frage, wenn hier alle mithelfen, ob wir... Ja, wahrscheinlich auch, wenn wir Spanien sind und das Potenzial an Truppen haben, ob wir dann mit den Zapoteken oder mit den Azteken oder so in den Krieg gehen. Also das sind so die nächsten Schritte, aber das dann, wie gesagt, erst in der nächsten Staffel. Ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr auch. Macht's gut, bis dann, euer Steinwallen.